Hallo, so, ich habe einen Akzeptor EBA 410, allerdings hat mir da dieses komische Adapterchen gefehlt. Ich habe mir da halt selber was zurecht gebastelt. Eine Anleitung folgt dann im Forum und jetzt möchte ich euch zeigen, dass es das natürlich auch funktioniert. Hier ist bereits einer eingebaut, das heißt, eingestellt ist alles. Machen wir einmal an, das Service-Schalter ist gezogen, abgeschlossen ist er auch, damit ihr seht, der funktioniert auch. Da kommt er auch schon. Und zack, er ist da. Jetzt versuchen wir es mal wieder mit einer Hand. Ich ziehe das Kabel von dem eingebauten Akzeptor ab. Nehme meinen gebastelten. Mit einer Hand wieder spitzenmäßig, schließe den an, schalte ihn ein gesagt, hier ist mein gebasteltes Kabel dran. Und sieh da, auch der funktioniert. Diese kleine Platine, die da an der Seite dran kommt, ist nichts anderes als wie eine Brückung auf vier Adern. Und ich habe mir jetzt mal zur Aufgabe gemacht, weil ich jetzt wieder einen Akzeptor geschenkt bekommen habe, wo allerdings dieser Adapter gefehlt hat und das kleine EEPROM. Jetzt habe ich mir ein Kabel heute gebaut und er funktioniert.